Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Wir haben beim letzten Mal hier drüben in dem Gehege die Flusspferde aufgenommen. Die sind soweit ganz glücklich gewesen. Da müssen wir gerade gucken. Sauberkeit, da müssen wir noch jemanden dazu holen. Ich glaube, wir haben in dem Bereich hier noch niemanden drin. Wir schauen einfach mal gerade. Ich weiß nicht mehr genau, wo wir da waren. Arbeitsbereiche. So, das war ja asiatisch / Wasser. Dann schauen wir mal. Asiatisch / Wasser. Dann haben wir hier Eingangsbereich. Asiatisch Wasser. Ah, nee. Doch, war korrekt. Asiatisch Wasser. Moment. Einfach mal gerade schauen. Bearbeiten. Genau, das sind die Teile. Das ist der Großraum hier. Das wird hier noch mit dazu zählen. Da haben wir aber doch einige Mitarbeiter schon gehabt. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir ein paar Tierpfleger da drin haben. Kann ich hier eigentlich... Nee, ich kann nur quasi nach Buchstaben filtern. So, asiatisch Wasser, Tierpfleger. Da haben wir einen Tierpfleger. Der hat nicht so viel Energie. Auslastung ist aber okay, der ist wahrscheinlich gerade in der Pause. Hier haben wir noch jemanden... Du kannst mal direkt eine Fortbildung machen. Genauso wie du. Ja. Da ist im Eingangsbereich auch recht viel Action. Das kann ich mir gut vorstellen bei den ganzen Ständen, die da sind. Da sollten wir vielleicht nochmal einen weiteren dazu holen. Und dann beobachten wir das Ganze mal. Aber sonst sind die ja soweit glücklich. Außer halt wegen der Sauberkeit. Lebensqualität. Futterbeschäftigung, genau. Ich glaube, da hatte ich sogar jemanden drauf angesetzt. Genau, bei der Forschung hier. War da jemand dran? Genau, da war jemand dran bei den Flusspferden. Da wird geforscht. Dann ist das auch besser. Und genau, die waren aber auf jeden Fall ja im grünen Bereich, das ist schon mal gut. Ich hoffe, da kommt dann bald jemand vorbei. Und genau, was wir jetzt hier allerdings noch machen müssen bei dem Gehege, was wir natürlich noch nicht haben, ist natürlich dann auch hier an der Stelle für die Besucher. Hier diese Station, diese ganzen Infotafeln, die Lautsprecher, das müssen wir natürlich wieder alles hinbauen. Dann werden die da nämlich so ein bisschen informiert. Ich würde das einfach mal gerade hier so hinbauen. Dann hat man hier die Scheibe schön zum Schauen. Und dann verteilen wir hier so ein paar Tafeln einfach mal rund um das Gehege. Ja. Machen wir mal hier so. Dann kann man dran vorbeischauen. Wenn die da am Trinken sind. Und dann würde ich hier hinten noch eine weitere machen. Dann passt das. So, genau. Ein paar Lautsprecher dürfen natürlich auch nicht fehlen. Strom haben wir hier keinen, oder? Moment. Strom war hier. Doch, haben wir ja. Wunderbar, dann sollte das ja alles passen. Ja, dann mache ich... ich glaube, ich mache hier so einen Lautsprecher hin. Ich mache die ja nicht allzu groß, deswegen mache ich davon lieber mal ein paar mehr. Weil wir natürlich gegenüber sehr wahrscheinlich auch noch ein Gehege hinbauen werden. Und dann überschneidet sich das Ganze hier nicht so. Genau, machen wir hier einen hin. Dann hier. Und dann hier nochmal zwei, würde ich sagen. Also hier noch einen dran. Genau. So, dann brauchen wir natürlich ganz klar die Spendenboxen. Ich mache das hier mal gerade wieder aus, die Heatmap. So, die mache ich schön einfach mal an die Tafeln ran. Da sehen sie dann, wofür sie spenden. Natürlich für den Betrieb und für die Tiere. Und ich schätze mal, das reicht dann. Ich schätze mal, das reicht. Wir könnten hier vielleicht noch eine hinmachen. Da ist ein größerer Leerraum und hier vielleicht noch eins. So, dann würde ich sagen, wählen wir das mal hier aus. Flusspferd. Flusspferd. So, kann man ein klein bisschen größer machen. Vielleicht sogar auf 8. Dann könnte ich hier auf der anderen Seite eins hinmachen. Machen wir lieber auf 7, dann haben wir ein bisschen mehr Spielraum drin. Und dann passt das. So, Flusspferd auf 7. Auch hier auf 7. Hier machen wir dann wieder den Monitor. Ich habe aber auch das Gefühl, dass diese... Wie hießen sie noch? Da müssen wir mal gerade schauen. Diese Aufklärungsmonitore. Hier die Erhaltungsinfotafel, genau. Ich glaube, die machen auch relativ viel nochmal. Habe ich das Gefühl, nachdem wir die aufgestellt haben, ist das dahingehend dann auch nochmal ein bisschen besser geworden mit der Wertung.
Das könnte ja durchaus sein. Oh, den habe ich auch noch nicht gewählt. So, Fluss fährt. Kein Strom. Das ist schlecht. Das ist wahrscheinlich genau die Ecke, ja. Dann komm, dann hauen wir das Ding raus. Das ist ja halb so wild. Wenn da eins fehlt, ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Da ist auch so ein kleiner Zwischenraum. Ich weiß nicht. Ich mache lieber auch hier nochmal auf 7. Weil da hatten wir ja in der Vergangenheit ein paar Probleme. Das lag dann tatsächlich wirklich daran, dass die Gruppen so übergreifend in die anderen Bereiche reingekommen sind. Das war ein bisschen interessant. Da hat man wahrscheinlich so 50% davon und 50% davon mitbekommen an der Stelle. Als Besucher. Und dann hat sich das nicht so gelohnt. Genau. Flusspferd. Flusspferd 7. Ja, hier würde ich sogar auf 6 bleiben. Und das hier würde ich ein klein bisschen da hoch verschieben. Genau, machen wir mal dahin. Wählen hier Flusspferd und dann lassen wir das, glaube ich, auch so. Dann passt das. Dann passt das ganz gut. Ja, genau. Upsala. Die mache ich wieder aus. Und dann würde ich auch hier wieder ein oder zwei Tafeln hinstellen. Die drehe ich einfach mal so. Die stellen wir vielleicht, wo stellen wir die denn hin? Ich glaube, ich würde die hier so hinstellen, so hier an die Ecke. Genau. Und gegenüber dann auch nochmal eine. Die machen wir vielleicht hier hin, hier so in die Ecke. Genau, hier so vor die Stange. Was nehmen wir denn hier? Hier würde ich nochmal sagen, nehmen wir was nehmen wir denn? Regeneration der Ozonschicht. Macht das Sinn? Ich weiß nicht. Könnte irgendwie bedingt Sinn machen. Ja, das könnte Sinn machen, ne? Weil die liegen dann immer schöner drauf und dann mit den UV-Strahlen. Das könnte so ein bisschen Bezug da drauf haben. Hier würde ich ganz klar sagen, bei den Flusspferden Wilderei und Handel mit exotischen Tieren. Das würde ich auch hier machen. Genau, das würde ich da, glaube ich, auch machen. So, das hätten wir. Wir wollten auch nochmal schauen. Eine Sache wollten wir noch schauen. Was ich noch gerne haben würde mit der Zeit, wären Pinguine. Ich mag Pinguine und da hätte ich ganz gerne noch welche da. Ich würde hier mal wieder den Filter aktivieren. Genau, Bargeld und Alter nicht, aber auch das nicht. Attraktivität, genau, da würde ich nach dem Höchsten filtern. So. Oh, der grinst so schön, der Jaguar. Ja, ich hatte auch noch mal geschaut, also ich glaube, wegen dem, wir hatten beim letzten Mal ein Albino-Tier, was geboren war. Und ich glaube nicht, dass der Panda damit gemeint war. Weil ich kenne zum Beispiel auch nur, dass Albino-Tiere weiß sind. Ich gehe mal davon aus, dass die Robbe, die hier gerade schwanger ist, dass da ein Albino-Tier kommen wird. Und da die Geburt ja unvermeidbar ist. Oh ja, cool, Königspinguin. 2 Stück haben wir. Wird sofort gekauft. Willow und Oscar. Die werden gekauft. Wir kaufen uns jetzt Königspinguine. Ich glaube, wir werden ein paar mehr brauchen. Ich kaufe jetzt noch hier Leo, den hole ich mir noch dazu. Vielleicht haben wir hier hinten noch einen. Noch ein zweites weibliches Tier. Ah. Ich glaube nicht. Und die hier würde ich auch gerne nehmen. Ne? So die ganzen Krokodile oder Alligatoren. Genau, und da das die Geburt der Robbe natürlich auch unvermeidbar ist, wir können jetzt die schwangere Robbe nicht verkaufen oder aussetzen, gehe ich mal davon aus, dass das schon mal dazu gezählt hat. Hier findet eine Geburt statt demnächst, das ist unvermeidbar und deswegen kriegst du da schon mal den Erfolg. Albino-Tier ist geboren. Und wir bauen jetzt einmal ein Pinguingehege. Da würde ich auch ganz gerne so ein... Ich glaube, ich würde hier so ein bisschen Wasser machen und so einen kleinen Eisberg würde ich da draufsetzen, glaube ich. Ich will auch mit der Zeit so die Gehege nochmal ein bisschen überarbeiten, dass sie da nochmal so ein bisschen ansprechender aussehen. Genauso wie das Gelände natürlich. Da haben wir schon ganz gut angefangen. Da werden wir demnächst auch mal weitermachen. Und wir machen jetzt erstmal
für die Pinguine. Und ich wähle bewusst immer diese Wände aus, auch wenn das nicht unbedingt bei den Tieren sein muss. Die Tiere sollen natürlich auch ihre Privatsphäre haben. Auch wenn es nur so scheint, als hätten sie eine Privatsphäre. So fies das klingt, aber so ist es halt eben. Reicht das? Ah, es könnte knapp werden. Je nachdem, wenn das hier... ja, nee, ich mach dann doch lieber 17 Meter. Ich mach dann doch lieber 17 Meter. Genau. Ah, hier haben wir wieder das Problem. Das war von rechts nach links, ne? Nee, von links nach rechts war das. Wenn ich das jetzt so mache, dann wird es wahrscheinlich gehen. Aber wir haben hier wieder das Problem. Und so rum geht es dann auch wieder. Ich gehe auch hier ein bisschen runter von der Länge. Einfach aus dem Grund, dass wir das dann hier so ein bisschen feiner anpassen können. Genau. Ganz vorsichtig. Hier müssen wir sogar noch ein bisschen mehr anpassen. Hier geht die Kurve ein bisschen mehr rein. Und ja, eine Wand würde ich noch ziehen. Dann gehe ich mal davon aus, dass das reicht für die Pinguine. So, ja, genau davon gehe ich mal aus. Und hier haben wir auch wieder dasselbe Problem. Wir kommen leider nicht nach oben. Das ist alles ein bisschen schwierig. Da müsste ich mal schauen, wie man es am besten macht, weil blockieren ist auf jeden Fall nichts. Da blockiert auf jeden Fall nichts. So. Haben wir hier dasselbe Problem mit der Kurve? Nein, hier, das sieht gut aus. Wir sind von den Abständen auch ziemlich gleich. Das finde ich auch sehr schön. So, ich gehe hier ein klein bisschen weiter raus. Wir wollen ja natürlich auch eine Nähe zu den Tieren. Und nicht erstmal 2 Meter Wiese gefühlt. Genau, machen wir das einfach so. 6 Meter Stücke. Ich glaube, das hatten wir vorher auch so gemacht. Ja, perfekt. So, da kommen unsere Pinguine später rein. Wir machen hier auch wieder möglichst nah die Tür zu unserem Arbeitsbereich. Zu unserem, nee, nicht Arbeitsbereich, sondern zu unserem Boden da drüben. Gehege. Nee, Quatsch. Barrieren und dann Glas. Ich glaube, wir können hier Glas nehmen. An der Stelle. Ganz vorsichtig. Und da kommt es hin. So. Zu Mitarbeiter, Arbeitsbereiche. Und dann Arbeitsbereich Nummer 2. Das kommt dahin. Und dann haben wir hier auch schon mal ganz schön nee, warte, ich sehe gerade, das muss komplett andersrum. Oh Gott. Wir können aber mal Folgendes machen schon mal. Wir müssen mal, sonst sieht ja keiner die Tiere. Wir können aber schon mal Folgendes machen. Wir können die, ach Quatsch, wir können die Tiere, die wir hier gekauft haben, die 4 Pinguine, die können wir schon mal hier auf jeden Fall unter Quarantäne stellen. Genau. Und ich mache das hier nochmal ganz schnell neu. Ich kann das aber, glaube ich, kann ich das nicht sogar, wenn ich das jetzt auswähle. Nee, das geht leider nicht. Was ist, wenn ich das so rum auswähle? Das wird keinen Unterschied machen. Nee, okay. Dann machen wir das anders. Ich mache das einfach nochmal schnell weg. Das ist ja fix gemacht. So. Genau, hier habe ich natürlich auch falsch rumgebaut. Das war, wie es vorher war. War es richtig? So. Genau. Dann machen wir jetzt einfach Folgendes. So rum war falsch rum, ne? Das, wenn ich das jetzt mal von der anderen Seite gucke. Ja, ich glaube, das ist jetzt... Na, komm. So. Ich glaube, so sind wir besser dran. Genau, so ist korrekt. Ja, wunderbar. Wunderbar. Dann muss das hier auch weg. Ich würde ja ganz gerne hier nochmal winkeln. Ah, wobei, nee, lieber doch nicht. Lieber dann doch Freestyle platzieren hier. Ja, machen wir so. Und dann natürlich auch hier wieder. Ah, ich sehe, Quatsch, das war falsch. Und wir machen auch hier wieder 6 Meter Stücke gleich hin.
Wieso willst du dich nicht verbinden? Bist du ganz knapp zu weit? Ich glaube, du bist ganz knapp zu weit gewesen. Na, schön. 6 Meter. Quatsch, das war dann von hier in die andere Richtung. Hier muss ich mal ganz kurz auf den Weg gehen. Genau, dann machen wir das einfach nochmal gerade so. Gehege, Barrieren. Und dann ganz vorsichtig. Doch, ist richtig. Ich wollte gerade schon wieder sagen, nee, das stimmt nicht, aber Quatsch. Gäste sollen die Tiere sehen und nicht andersrum. Wobei das auch ganz lustig wäre. So ein Park, wo die Tiere die Gäste beobachten können. Hat man dann einfach so eine Art Freizeitpark? Na, komm. Oder einfach irgendwas, wo man essen gehen kann, so ein Park. Und dann ist da rundherum so ein Gehege rumgezogen, wo die Tiere entweder da an die Fenster gucken können, was die Leute so machen. Wäre auch ganz lustig. Einfach mal umgedreht das Ganze. Aber natürlich dann auch so ein bisschen Zoo. Ne? Das ist dann auch klar. Dann sieht man da natürlich auch von unten zum Beispiel die Tiere, wenn die jetzt auf so einer Mauer sind. Ne? Wenn hier das der Park ist und die Tiere da oben. Ja. So, das heißt, das hier müsste rein theoretisch. So rum geht's schon mal. Aber doch, so rum geht's auch. Perfekt. Ja, perfekt. Dann ist das Gehege jetzt ohne Probleme aufgebaut. Und da war... Doch, hat ihn gehauen. Genau, da baue ich die Tür hin. Wir machen schnell noch den Arbeitsbereich fertig. Und zwar war das der, weil das Gehege ist ja jetzt natürlich wieder... Ist das jetzt der richtige? Asiatisch Wasser. Nee, war nicht der richtige. Okay. Ich glaube, ich war bei Afrikanisch. Genau. So, dann haben wir das, was ich schon mal machen kann, ganz klar. Bevor die Tiere überhaupt einziehen. Und zwar brauchen wir zu 100% ein Klima. Das war aber, glaube ich, genau, das war, glaube ich, Gehege, Klimaanlage. Genau, die brauchen wir natürlich, wir müssen das Ganze ein bisschen kühler machen. Ich glaube, bei den Serum war es auch der Fall, oder? Okay, das ist auf Bodenhöhe. So, das machen wir ein bisschen in die Mitte. Ich hätte mal 0 Grad, ist für den Anfang okay. Genau, hier war auch 0 Grad tatsächlich das Ding. Gelände, wir machen auch ein bisschen Schnee. Denn ich gehe mal davon aus, da fühlen sich die Pinguine dann nochmal ein bisschen wohler. So. Und wie gesagt, Wasser muss auf jeden Fall auch dahin. So, das ist wahrscheinlich zu viel Schnee schon. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber wir machen das ja eh, wenn die Tiere drin sind. Dann geht's los. So, hier ist tatsächlich noch ein Transformator kaputt. Da habe ich aber schon mal eben jemanden hingeschickt vor der Folge. Und da können wir uns dann jetzt auf die, zum Beispiel die Gäste hier mal konzentrieren. Da können wir einfach mal guten Tag sagen. Grüße. Und mich selber grüßen kann ich nicht. So. Ich würde ja ganz gerne, dass der sich vermehrt, dass wir ganz viele schwarze Jaguare haben. Oh, Bericht vom Inspektor. Was haben wir denn? Bildung ist 3 Sterne, ist alles okay. Wir sind überall bei mindestens 4 Sterne. Das ist doch sehr vorzüglich. Hier kommen wir auch immer ein bisschen näher ran. Da kommen wir immer ein bisschen näher ran an die 5 Sterne. Tiergespräch 3 ist ausgefallen. Wo ist denn Tiergespräch 3? Das ist wahrscheinlich hier, ne? Oder? Tiergespräch 3. Ja, wieso ist denn das ausgefallen? Okay. Ich sollte vielleicht mal das hier so ein bisschen anpassen. Machen wir Januar, Februar, März und April. So, vielleicht fallen sie dann nicht aus. Das ist jetzt einfach nur ein Versuch. Wahrscheinlich kam er da einfach nicht hinterher. Oder die, ich glaube, ich habe hier sogar mehrere eingestellt. Und da haben wir eine Forschung abgeschlossen. Für wahrscheinlich die Robben, oder? Nein, für die kleinen Pandare. Pandas. Was, warum sage ich immer Pandare? Jo. Die sind soweit durch. Einer ist noch... Nee, doch nicht. Die sind alle soweit durch. Dann würde ich sagen,
wird es Zeit. Quarantäne ineffizient. Ja. Dann wird es Zeit, dass ihr dahin geschickt werdet. Ich frage mich, ob ich die auch mit den Seerobben. Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Mit den Seehunden. Seehunde? Seerobben? Kegelrobbe, ja. Ne, ich glaube, das geht nicht, ne? War nicht Robben die Feinde, denn die Naturfeinde der Pinguine? Oh, das sieht ein bisschen, so sieht's sonntags morgens auf. Am Esstisch liegend. Vollgefressen. Das wär's. Ja, dann schauen wir mal. Lassen wir die Pinguine mal ankommen. Da kommt gleich irgendwo der Expressversand. Quarantäne ist voll. Jo, die ist aber gleich durch. Was? Achso. Ja, da müssen wir gleich gucken. Was haben wir denn da? Wahrscheinlich, ja, Transport. Das finde ich sehr schön. Dann schauen wir mal. Bau, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Baueinrichtungen. Ach hier, da gibt es sogar ein eigenes Ding für. Ja, cool. Ich wusste gar nicht, dass wir da schon was haben. Aber das finde ich irgendwie cool. Das finde ich schön. Das finde ich schön. Da bleiben wir auch drauf. Da sind sie. Ah, ich kann ja auch so gucken. Guten Tag. Die Pinguine sind da. Oder los. Jo, das ist korrekt. Niedriges Wohlbefinden, das ist völlig in Ordnung. Darum kümmern wir uns ja jetzt. Dann haben wir endlich Pinguine. Quatschgehege. Filter. Art. Königspinguin. Namen, wie soll? Wie, da haben wir nichts? Achso, ich filter nach Klima. Ja, dass die mit einer Klima nicht spielen wollen, das kann ich mir gut vorstellen. Genau, da sehen wir auch schon, da ist so ein bisschen was auf Wasser basierend. Und wir machen hier mal eins hin. Machen hier hinten noch so einen Eiswürfel hin. Mache ich natürlich immer schön nah ran. Wir gehen mal auf Gelände. Da sehen wir, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Wasser. Das ist jetzt nicht so viel wie bei den Flusspferden, aber macht natürlich auch Sinn. Gelände, ein bisschen runter. Ja. Ja, genau. Machen wir hier so ein bisschen. So. Genau. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da brauche. Ich mach's jetzt einfach mal auf gut Glück. So. Haben wir sogar schon zu viel Wasser. Also fast schon zu viel, wenn es zu viel geben würde. Aber ich mache das Ding natürlich dann auch ein bisschen kleiner, weil ich wollte ja hier natürlich ein Eisberg machen. Das habe ich jetzt nur mal gemacht, um zu gucken, wo wir denn da überhaupt stehen jetzt, wasserflächentechnisch. Hier machen wir so eine kleine Grube rein. Genau, hier machen wir so eine kleine Grube rein. Da können sie dann runterspringen von dieser Klippe quasi. So. Genau, 4 Meter sogar. Die wollen also tieferes Wasser. Machen wir natürlich auch. Und ein bisschen flaches. Das will ich auf jeden Fall auch haben. Ne? Dass sie sich da so ein bisschen im seichten Gewässer befinden können. So, dann ein bisschen glätten. Ja, genau hier. Nur ganz fein, dass es nicht zu grob wird. Schön. Dann brauchen wir natürlich wieder Wasser. Ja, das sieht gut aus. Die wollen natürlich einen stabilen Rückzugsort. Der kommt gleich auch. Erde. Braucht mehr Erde, das ist auch okay. Darum kümmern wir uns auch jetzt. Erde, ja, hier. Fels, Moment, Fels würde ich sogar hierhin dann machen, an der Stelle. Ist sogar schon zu viel. Krass. So. Das wird schon mal ganz gut von der Erde her. Gras lang. Wobei, nee, Gras kurz finde ich besser. Dann sehen die Leute ein bisschen mehr. Und Schnee können sie haben, wie sie wollen. Das ist auch gut. Sand. Schön. Haben wir auch Sand fein? Hier, Sand fein. Ja. Dann machen wir hier so einen kleinen Pinguinstrand. Das hatte ich mir auch so gedacht.
Und ich will natürlich, da muss natürlich auch ein bisschen Schnee hin. So. Na komm. Ist das hier keine 4 Meter tief? Das sieht auf jeden Fall verdammt tief aus. Ich kann mich auch täuschen. Ich kann mich auch täuschen. Aber gut, wenn das hier schon über 300 Quadratmeter sind. Na schön. Machen wir noch mal kurz weg. Machen ein klein bisschen tiefer. So. Und ein bisschen glätten, genau. Hier mache ich auf jeden Fall wieder Felsen rein. So. Und dann wieder Wasser. Genau. Oh ja, okay, so langsam wird's. Ich wollte gerade schon sagen, wird da immer noch nichts passieren, aber wenn das so ist, dann ist es gut. So, Fels ist zu viel sogar, das ist auch alles in Ordnung. Das heißt, wir nehmen an der Stelle hier nochmal eine Pinsel in die Hand und wir machen, was wollen die da noch ein bisschen mehr? Ein bisschen Erde, genau, machen wir ein bisschen Erde. Mache ich ein bisschen Erde schwer hier unten rein. Genau. Und hier oben reicht der Erde. So. Und wieder Wasser da rein. Ja, okay, passt. Nochmal schauen. Tiefes Wasser. Die sind überglücklich. Das finde ich sehr schön. Genau, Rückzugsort machen wir auch ganz schnell. Und den hier wollte ich auch noch machen. Den machen wir hier hin, ins tiefe Wasser. So. Ja, den machen wir dann hier vorne hin. Und da hinten. Genau. Und dann brauchen wir noch den Rückzugsort, beziehungsweise doch den Rückzugsort. Da haben wir doch was. Oh, das finde ich gut. Sowas habe ich mir schon herbeigewünscht. Ja, genau. Cool. Dann brauche ich das gar nicht selber bauen. Es ist nur die Frage, wo das am sinnvollsten wäre. Ich glaube ja tatsächlich hier so. Was mich nur gerade wundert, warum ist denn das... Ist das ohnehin so am Schweben oder... Ich muss das, glaube ich, ein bisschen in die... in die Erde setzen. So, da haben wir natürlich noch ein kleines Spielzeug. Wobei, das könnte ich eigentlich sogar so schieben, dass ich das einfach ein bisschen darüber schiebe. Und natürlich, wie gesagt, ein bisschen in die Erde versetzt. Genau. So würde ich das machen. Das finde ich schön. Da müsste man noch ein bisschen anpassen. Ich glaube, ich mache Folgendes. Ich drehe das noch ein bisschen. Wir drehen es so und dann schiebe ich das doch ein bisschen hier rüber. Dann nehme ich den Eiswürfel hier. Na? Was kann ich denn den Eiswürfel da nicht nehmen? Ah, ich glaube, ich weiß warum. Nein. Das wird wahrscheinlich von... Ah, nee, der wurde schon... Nee, der wurde doch noch nicht benutzt, oder? Ich habe den doch gerade erst gesetzt. Hä? Hallo? Ah ja, okay, jetzt. Den setze ich jetzt einfach mal dahin. Und dann schiebe ich das wieder da drauf. So, das war gerade ein bisschen schwierig.
so extrem. Ja, dann machen wir das sogar so, weil ich will es nicht zu nah hier an der Wand haben. Wegen dem Risiko, dass wir vielleicht drüber springen, ne? Gelände, genau. Achso, das ist noch am Runterkühlen. Okay. Stabiler Rückzugsort, das sollte jetzt, genau, das sollte jetzt auch was sein. Und da seid ihr schon bei 97%. Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir in dieser Folge dann doch schon so weit kommen, dass sie sich rundum glücklich fühlen. Das finde ich sehr schön. Dann haben wir jetzt die Pinguine da. Wunderbar. Schön. Ich glaube, eine Sache würde ich noch machen. Womit ich mich noch nicht so ganz anfreunden kann, wenn ich das nicht gemacht habe. Ja, genau, ich würde hier so ein bisschen Schnee noch machen. Einfach damit das ein besserer Übergang wird. So, hat sich das hier verändert? Ja, wir haben ein bisschen zu viel Fels und ein bisschen zu wenig Sand. Okay. Das heißt, ganz kurz auch da nochmal anpassen. Ein bisschen Sand. Ja, ein bisschen Sand. Würde ich dann auch hier so ein bisschen verteilen. Ja, ein bisschen Erde natürlich kriegt ihr. Machen wir aber hier vorne hin. Genau. Und das hier können wir eigentlich auch. Ach so, das ist sogar schon, ja. Okay. So. Gesundheitsrisiko. Ach Mann, was ist denn hier los? Tierpfleger. Genau, komm mal ran. Wisst ihr was? Wir machen mal Folgendes. Ich hole nochmal zwei Tierpfleger dazu. Oh, was ist denn hier passiert? Sehr schön. Arktis. Das finde ich gut. Das würde ich dann sogar hier so ein bisschen mit reinmachen. Dass hier auch der Bereich Arktis dann entsteht, weil Pinguine und so, das macht natürlich Sinn. Dann holen wir dann noch ein paar andere Tiere dazu. Aber wir wollen jetzt auf jeden Fall noch ein paar Tierpfleger hier haben. Da fällt mir ein Zoopfleger, da würde es Sinn machen. Auch hier nochmal schnell ein paar Mülleimer aufzustellen oder Mülltonnen. So, hier kommt so langsam Arktis. Genau. Dann ist hier aquatisch. Wobei ich das, glaube ich, ein bisschen anders mache. Ich mache es ein bisschen anders vom Aufbau her. Ich mache das hier nicht an die Gehege ran. Einfach aus den Gründen. Wenn da irgendwas Kostbares drin ist, was die Tiere sich wünschen und das direkt da an der Mauer hängt, das ist ja nur Ärgerei. Deswegen mache ich das so. Hier können wir es nicht anders machen in dem Zwischenraum, aber hier außen können wir das anders machen. Und ja, die Pinguine verteilen sich so langsam. Die sind auch nicht zu wenige, oder? Nicht genügend Rückzugsorte. Boah, das würde ich so gerne bauen. Das ist aber... Das Ding ist halt schon so groß wie das Gehege selber. Eieiei. Das würde ich so, so gerne bauen. Vielleicht machen wir das irgendwann mal. Genau. Ich würde es jetzt erstmal so lassen. Erstmal so ein paar Pinguine anzüchten. Wir müssen ja auch noch so ein paar Tafeln aufbauen. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt an der Stelle erstmal einen kleinen Cut. Wir sind nämlich schon wieder am Ende einer Folge. Und ja, ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Und wenn sie euch gefallen hat, dann seid doch so lieb. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Und solltet ihr keine weiteren Folgen verpassen wollen und es noch nicht getan haben, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder.
Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.